Liebe alle, ich möchte mich ganz herzlich für die so vielen wohlwollenden, freundlichen, herzlichen Kommentare bedanken, fürs Willkommen heißen. Das hat mich sehr berührt. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Heute hat es geschneit. Zum ersten Mal seit letztem Winter. Und unsere Buben sind natürlich total begeistert gewesen und waren draußen im Garten, noch bevor sie ihren ersten Guten Morgen Kakao getrunken haben. Der hat ungefähr dieselbe Wirkung wie auf mich, mein Guten Morgen Kaffee. Und es ist zauberhaft. Und ich bin immer wieder beeindruckt von dieser Stille, die herrscht, wenn es geschneit hat über Nacht. Und zwar ist das interessanterweise eine ganz andere Stille, als wenn es eben nicht geschneit hat. Ich kann das zwar nicht physikalisch erklären, das gibt bestimmt jemanden, der das kann, aber das ist für mich einfach echt schön, zu beobachten. Dieser Friede plötzlich einfach nur, weil überall Schnee liegt. Und ja, das hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, in seinem Leben Stille zuzulassen. Das passt natürlich sehr gut jetzt zum Advent, zur Ruhe zu kommen und leise zu sein. Ich liebe Weihnachtslieder, dagegen spricht ja auch überhaupt nichts. Aber ich merke, wenn ich andauernd Lärm um mich habe, dann werde ich mit der Zeit ganz nervös und verliere die Orientierung in meinem Alltag. Und ich habe lang gesucht nach dem passenden Zeitpunkt in meinem Tagesablauf, wann ich mich ein bisschen zurückziehen kann. Für mich funktioniert das jetzt eigentlich seit einigen Wochen, Monaten sehr gut, vormittags um 10.30 Uhr, 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Ich weiß nicht genau, das ist offensichtlich so ein Gap. Davor habe ich schon einiges erledigt und es ist aber noch nicht die Mittagszeit, es beginnt noch nicht das Kochen. Da finde ich eigentlich jeden Tag eine halbe Stunde Ruhe. Und was hilft mir da besonders? Wir haben einen, wenn man so möchte, Raum der Stille. Mir ist eingefallen, in diesen alten Bauernhäusern gab es noch oft so eine Art Gebetsecke, Herrgottswinkel hat man das genannt. Ja, da war dann ein Kreuz oder irgendwelche frommen Bildchen. Etwas, was ein bisschen abseits war vom Gemeinschaftsleben. Und ich finde das sehr schön. Ich finde es sehr schön, sich bei sich zu Hause einen Platz zu suchen, was natürlich nicht gleich ein ganzer Raum sein muss oder meistens auch nicht kann, aber ein Eck, ein Ort, einen gemütlichen Sessel, wo man sagt, das ist mein Platz, wo ich zur Ruhe komme, wo ich einfach ganz still sein kann, wo ich mich wieder neu orientieren kann und wo es auch für die Kinder klar ist, die Mami ist jetzt gerade in diesem Raum, auf diesem Sessel, in der Kapelle, wie auch immer, und ist jetzt einfach beschäftigt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so ausschaut. Mir hilft das sehr, einfach mich nochmal neu zu besinnen, was genau will ich vom heutigen Tag, was genau ist mir wichtig, dass ich heute schaffe, und auch nochmal zur Ruhe zu kommen, zum Frieden zu kommen. Zum Frieden, um dann nochmal mit Kraft den Alltag bis zum Abend zu bestehen.
Ja, also diesen Ort und Zeitpunkt der Stille für sich auszusuchen, für sich herauszufinden. Bei mir hat das auch lang gebraucht. Ich habe mir zuerst gedacht, ah ja, vielleicht bevor die Kinder aufwachen. Ich bin nicht der Typ, der gern um 6 Uhr oder um 5:30 Uhr aufsteht, damit er noch schnell eine halbe Stunde hat. Abgesehen davon, mit einem Stillbaby versucht man jede freie Minute zu schlafen, die anderen Kinder auch schlafen. Ich zumindest. Und ja, und das ist für mich einfach der perfekte Zeitpunkt, 10:30 Uhr. Vielleicht hilft das einer anderen Mami. Ich plädiere sehr dafür, dass man Zeit und einen Ort für Stille sucht und sich dann in Ruhe auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ich finde, das darf man einfordern. Das darf man von seinem Ehepartner einfordern. Das darf man von seinen Kindern einfordern. Selbstverständlich im möglichen Rahmen. Oft ist bei mir auch dann eben das Baby dabei oder der Kleine spielt zu meinen Füßen. Das macht ja überhaupt nichts. Aber einfach diese Klarheit, das ist jetzt meine halbe Stunde, die brauche ich, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und wieder zum Frieden zu kommen, zum Frieden im Herzen. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Eure Vicky Bonelli.